leider. Du machst den Angst. Du machst den Angst. Du machst den Angst. Jo, das sind wir wieder. Heute reagieren wir auf Lord und Schlumpfi Episode 8. Staffel 2. Der lange Weg nach Backen. Episode 12. Ich glaube, die hat Husten. Ja, eindeutig eine Erkältung. Ein bisschen husten darf, ein bisschen ausruhen, dann nachgeht's wieder. Wir sind totale Fans. Wir sind gekommen, dich zu preisen. Ich hab voll Fotos. Die pappe alle in mein Album rein. Wir sind treue Diener unseres Herrn. Meister, gib uns ein Zeichen. Wir haben lauter Lieder komponiert. Zu huldigen dem Fürst der Finsternis. Und wir wollen auf Wackenspollen. Und ich hätte so wahnsinnig gerne ein Autogramm. Schlumpfi, du machst dir Angst. Geh weiter. Du machst den Angst. Also wie gesagt, wir wollen auf Wackenspollen. Weil wir sind eine Band. Wir haben ein Ständchen vorbereitet. Genau. Also ich glaube, wenn die weiter so viel reden, verlässt der Meister irgendwann den Körper, ne? Also das ist der beste Exorzismus, den man jemals machen kann. Man muss einfach sagen, hier Meister, ich will ein Autogramm von dir und so. Ständchen. Beim Holzwirt, da ist Züftigkeit, da tanzen die Mannen weiter leid, weil der Antichrist, der besucht uns heut, wegen mir kennt allerweil. Beim Holzwirt, geht uns heil! Schlimm halt das Kreuz! Wir taten einen Pakt vorschlagen. Wir spulen auf Wacken und im Gegenzug Schlumpfi. Was ist? Geschenke. Achso, die Geschenke, genau. Ein Pfefferwurst. Extra scharf. Von unserer Naturkäserei ein Kräuterkäse. Eine regionale Spezialität. Und ein Chili-Schokolade. Und außerdem ein Schlumpfi sei Seele. Was? Der hat doch gar keine mehr. Schlumpfi, darüber haben wir doch geredet. Aber warum denn die meinige? Weil er meine schon hat. Die sagst du? Schlumpfi. Aber die sag ich dir gleich, dann nehme ich die Pfefferwurst wieder mit. Schlumpfi, was soll der Fürst der Finsternis von uns denken? Das ist mir wurscht, das ist eine 1A Pfefferwurst vom Schmeckelmeier. Die haben wir aus der Band Gast zahlt. Ich sag doch, das ist der beste Exorzismus überhaupt. Mama? Schokolade? Ja, also der Fürst der Finsternis hält nicht so viel von den Jungs, ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das sind doch so sympathische, böse Bubeles, ne? Also, die würde ich direkt kündigen. Alter, aber ganz ehrlich, ne, wäre ich Lucifer oder wäre ich irgendein Dämon, ne? Und die zwei Jungs würden kommen. Seid mir nicht böse, aber ich würde freiwillig den Körper verlassen. Freiwillig sagen, hier, ich will den Körper nicht mehr haben, ich will die Seele auch nicht mehr haben, ich gehe wieder zurück in die Hölle. Freiwillig. Wirklich freiwillig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich freuen. Haut rein und tschüss.